Und wieder einmal herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um unseren E36. Ich stehe genau davor und wir möchten heute unsere neuen Kotflügel lackieren. Ich drehe euch mal um und zeige euch, was wir bisher alles auftreiben konnten, welche Teile da sind und wie es jetzt weitergeht. Folgendes, wir haben hier zwei Kotflügel uns organisieren können. In Calypso-Rot, die müssen natürlich schwarz. Außerdem haben wir eine Frontstoßstange samt Träger, der ist noch da drin verbaut. Wir haben eine Frontlippe vom M-Paket, die werden wir wahrscheinlich zuschneiden und dann auf die Stoßstange erstmal montieren. Auf längere Hinsicht wollte ich eigentlich eine JDM-Look Stoßstange. Wahrscheinlich wird aber erstmal diese hier verbaut werden, bis das Projekt dann auch endlich mal als Ganzes dasteht. Und dann können wir uns weiter mit den restlichen Sachen beschäftigen. So, was haben wir ansonsten? Wir haben hier ein Lenkrad verbaut. In der Zwischenzeit, wir haben einen Feuerlöscher organisiert, der darf natürlich in so einem Auto nicht fehlen. Und wir haben hier ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier die Pralldämpfer, wir haben Blinker etc. Pipapo. Außerdem haben wir uns hier so eine Platte gebaut, wo wir praktisch alle Schalterchen integriert haben, die wir brauchen. Hier kommt dann Öldruck und Öltemperaturanzeige rein. Und ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Natürlich sind wir noch auf der Suche nach Sitzen und wollen uns dann irgendwas einfallen lassen für die Türverkleidung. Wahrscheinlich nehmen wir da einfach Platten, Plexiglasplatten, und werden die uns entsprechend zuschneiden und dann hier einfach entweder verschrauben oder vernieten. Genau. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert bisher an dem Auto. Wir haben am E46 die Gitter eingeklebt von der Motorhaube. Das hat ja hier noch gefehlt. Das sieht jetzt auch wieder gut aus. Das große Gitter ist auch gekommen, ist auch schon verbaut. Also Projekt E46 ist somit abgeschlossen, komplett. Er steht auch im Moment noch in eBay Kleinanzeigen zum Verkauf oder Tausch. Ich bin aber am Überlegen und am Zweifeln, ob ich ihn wirklich abgeben soll, da er mir echt sehr gefällt. Gut, lassen wir das Thema. Wir sind hier beschäftigt. Ich habe die Kotflügel ganz leicht angeraut mit Vlies und wir werden jetzt einfach mal schön Schwarzglanz drüber hauen. Ich habe mir dazu Farben besorgt aus dem Action und wir sehen uns gleich, wenn die Dinger auf dem Ständer stehen. So, folgendes Problem ist mir passiert. Ich habe aus Versehen die schwarzen Mattdosen mitgenommen. Aber egal, wir lackieren das jetzt trotzdem damit und hauen dann einfach einen glänzenden Klarlack drauf und hoffen, dass es dann einigermaßen zum Rest passt. Die Kotflügel werden ja sowieso noch zugeschnitten, von dem her wird das schon in Ordnung gehen. Jetzt einfach mal trocknen und dann als nächsten Schritt den Klarlack drauf und hoffen, dass das Ganze ein bisschen glänzend wird. Wie gesagt, viel bleibt von dem Kotflügel eh nicht erhalten durch dieses Bodykit und für einen Drifter vollkommen ausreichend. So, Kotflügel sind beide lackiert, eben auf höchst professioneller Basis.
auch schon halbwegs montiert. Ich habe bereits die Leisten mal angesteckt, habe die Blinker montiert und mal zur Veranschaulichung schon mal die Frontstoßstange einfach reingeschoben, um zu sehen, wie sieht das denn jetzt wirklich endgültig dann mit der Tiefe aus. Natürlich kommen wir noch ein bisschen nach unten mit dem Motor etc. Das ist ja nochmal ein Gewicht, dass das Ganze nach unten drückt. Aber hier haben wir ungefähr eine Handbreite Platz zum momentanen Stand. Die Stoßstange möchten wir natürlich auch endgültig nicht drauf lassen. Es kommt noch eine JDM-Look-Stoßstange drauf. Und die ist auch nochmal von den Maßen her, die geht weiter nach unten. Sprich, da verlieren wir auch nochmal ein bisschen was an Bodenfreiheit. Aber ich denke mal, mit der Lackieraktion von den Kumpfügen so, jetzt gibt das Ganze mal ein bisschen was zurück. Das ist ein bisschen ein Ergebnis, wo man schon mal sehen kann, okay, das Auto wird wieder ganz. Aktuell fehlen uns aber noch ein paar Teile. Ich habe ein paar Teile auch bestellt. Im nächsten Video werden wir dann auch die anderen Querlenker verbauen. Hierzu nehmen wir die vom E46, um einfach noch ein Stückchen rauszurücken mit dem Rad. Sozusagen bekommen wir dadurch mehr negativen Sturz, werden Lenkwinkel ein Adapter einbauen. Diese ermöglichen uns dann weiteres Einlenken, sprich das Rad fast schon, ja, fast 90 Grad zum Fahrzeug zu stellen. Und das ist dann auch schon alles die richtige Richtung. Ich bin momentan auf der Suche nach einem Motor. Ihr dürft gerne drunter kommentieren, mich verlinken etc. Pipapo. Wie gesagt, Instagram gerne abonnieren und mir da auch eine Privatnachricht schreiben, falls ihr was rumfliegen habt. Ab 320 aufwärts bis maximal 300 Euro. Am besten mit Versand auf der Palette, das ist das Einfachste. Da brauchen wir nämlich einen Motor, denn der nächste Schritt ist hier eigentlich auch schon ein Herz einzupflanzen, sprich einen Motor in das Ganze zu verbauen. Kardanwelle etc., Differential, das ist alles noch dran. Sprich, das ist keine große Action. Motor mit Getriebe einhängen und gut ist. Danach bauen wir die Front zusammen, dazu brauchen wir noch Schlossträger, Nierenblech und Motorhaube. Scheinwerfer habe ich mir auch schon was richtig Cooles ausgedacht mit der Ansaugung etc. Da werden wir noch ein bisschen spielen, was am Scheinwerfer verändern, wahrscheinlich Loch fräsen. Dazu kommen wir aber dann, wenn es soweit ist. Jetzt ist, wie gesagt, erstmal wichtig, wir brauchen ein Herz für dieses Auto, sprich einen Motor. Deswegen, ich bin auf der Suche nach einem 320er oder sonst was. Da müssen wir das Steuergerät machen lassen, denn der soll Flammen hinten rausschießen wie kein anderer. Und dann den Auspuff. Sprich, sobald ich einen Motor habe, geht es hier weiter. Eventuell kommt zwischendrin noch ein Video, wie wir die Lenkwinkeladapter einbauen und die anderen Querlenker, falls ihr das sehen wollt. Ist eigentlich keine große Action, aber das werdet ihr dann auch sehen. Felgentechnisch habe ich jetzt schon welche da. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Die sind momentan aber auf dem Sigma drauf gesteckt, da der vorher auf 15 Zoll Stahlfelgen stand und die immer am Bremshandel geschliffen haben. Die Felgen, die hier drauf kommen, sind Borbet T 16 Zoll und die sind jetzt auf dem Sigma, damit wir den hin und her bewegen können, bis ich passende Felgen für den Sigma habe. Zum Thema Sigma. Der sollte in spätestens 1,5-2 Wochen endgültig mit der Lackgeschichte durch sein. Das heißt, dann geht es auch schon da weiter. Wir werden die Innenausstattung ausbauen, wir werden die Sitze reparieren, wir werden die Sitze lackieren, natürlich mit extra Lederfarbe und alles auch entsprechend vorbereiten, sodass das kein Fusch wird am Ende, sondern wir möchten die wirklich wieder in einem nahezu neuwertigen Zustand bringen. Und dann Öl, sorry, das Video hat es abgebrochen, da der Speicher voll war. Er hat mich jetzt drum gekümmert. Da weiß ich noch nicht, in welche Richtung wir wegen den Felgen gehen, ob wir da wieder in die Richtung gehen von diesem BBS-Optik, was jetzt auf dem E46 montiert ist, oder Alpina-Style. Irgendwas in diese Richtung soll es dann endgültig werden. Ich zeige euch jetzt mal schnell die Borbet T, die dann auf den E36 kommt und dann, ja. So, das sind jetzt die Borbet T. Die werden am Schluss auf den E36 wandern. Da werden sie, denke ich, schon recht gut kommen, gerade hinten mit dem Bett. Und für unsere Zwecke definitiv sehr gut. Also das momentan sieht ja
fürchterlich aus. Wir werden die Borbe T dann wahrscheinlich in einem Schwarzglanz gestalten, so dass wir die dann auch zu dem optischen vom Fahrzeug angleichen werden. Eventuell wirklich wieder mit so einer roten Strebe. Aber das schauen wir ganz am Schluss. Erstmal werden die Schwarzglanz gemacht und dann gucken wir weiter. Ja, dann ist es eigentlich auch nicht mehr viel, was uns hier fehlt. Den Innenraum habt ihr gesehen. Da ist es eigentlich schon so gut wie fertig. Hier fehlt uns wirklich nur der Motor und das Getriebe. Die Kleinigkeiten sind schnell gemacht. Und dann könnten wir das eigentlich auch in 2 bis 3 Videos durchziehen, dass der Kübel mal fertig wird. Na? Und in diesem Sinne, abonnieren, kommentieren, die Glocke aktivieren. Das kostet euch alles nichts, unterstützt uns aber sehr, sehr. Gerade hier am Anfang, wo wir uns befinden, wo wir noch gucken müssen, in welche Richtungen möchten wir die Videos gestalten, was interessiert euch, wo seid ihr dabei. Es ist ganz wichtig, dass ihr kommentiert und mir sagt, was ihr genau sehen wollt, wo ihr überall dabei sein wollt. Wollt ihr vielleicht sogar ein bisschen vom Alltag mitkriegen? Möchtet ihr dabei sein, wenn wir mit den Autos fahren, wenn da was passiert etc.? Dann kommentiert das gerne. Das ist kostenlos, genauso wie das Kanalabonnement und hilft uns unglaublich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.